Herzlich willkommen beim Landwirtschaftssimulator 2017 auf dem Hof Bergmann. Das ist eine neue Karte, die vor ein paar Tagen rausgekommen ist und die ist total klasse. Ich glaube, Farmer Andy hat die gemacht, beziehungsweise ein ganzes Team um Farmer Andy drumherum. Hier sind so viele geile Details verbaut und verbastelt. Wahnsinn. Ich bin hier auch noch ganz am Anfang der Karte und muss mich hier auch erstmal zurechtfinden, was hier alles gibt. Herausgefunden habe ich schon, dass ich über den Zaun hier nicht komme. Na, doch. Das bei den Hühnern, die muss man tatsächlich füttern. Und zwar mit Getreide und Wasser. Und dann legen die schön eifrig Eier. Und die Eier kann man dann hier sehen. Und dann kann ich den Karton nehmen. Ja, und jetzt müsste ich nur wissen, wohin mit dem Karton. Irgendwo wird er sicherlich Geld bringen. Muss man mal gucken. Hier im Verkaufsmenü. So, hier sind wir bei den Preisen. Und hier sind die Eier. Das heißt, beim Bauer Alfred kann man Paletten abgeben. Ja. Also überall muss man irgendwie Paletten abgeben. Keine Ahnung, wie man Paletten bekommt. Ich bin gespannt, wenn hier 100% draufsteht. Also, ich schätze mal bei etwas mehr als 100 Eier, ob das dann eine Palette ist oder was auch immer passiert. Dann finde ich es klasse, dass auf dieser Karte der Fahrzeugpark schon mal echt klasse ist. Man hat eine riesige Auswahl an Traktoren. Jetzt nicht die größten Maschinen, aber guter Standard, gute Hänger, zwei Mähdrescher. Es ist alles vorhanden, was man so braucht. Und es sind hier ganz tolle Maschinen vorhanden, die ich noch alle gar nicht kenne. Aber wenn man hier immer an dieses Display geht, dann wird einem angezeigt, was es ist. Also hier kriegt man letztendlich Getreideschrot raus, wenn man Getreide einfüllt. Hier ist dann der Waschplatz. Hier ist auch gleich schon ein Hochdruckreiniger. Können wir hier gleich mal waschen. Hoppala. Durchs Dach. So, gucken wir mal, ob das auch alles schön sauber wird. Auch hier der Wassertank, das ist alles schon dabei. Das ist das Kotte Universalpack. Wird schön sauber. Gucken wir mal hier am Traktor. Bisschen gucken. Sieht doch schon mal viel besser aus. Okay. Gut, dann habe ich hier am Waschplatz ist noch so eine Wasserstelle. Klein und fein versteckt, aber gut beschriftet mit Wasser. Hier kriegt man umsonst Wasser für den Tank. So, dann habe ich hier eine Werkstatt. Und das Symbol ist auch neu, aber hier kann ich dann die Fahrzeuge konfigurieren, verkaufen oder anpassen. Und gleichzeitig habe ich hier die kleine Werkzeugkiste. Und da bin ich mal gespannt, kann ich die irgendwie nehmen? Nein, da kann ich leider nichts nehmen. Ja, schön aufgeräumt. Hier habe ich noch eine Kiste. Aber da kann ich nichts mitmachen. Gut, gehen wir mal weiter. Ja, hier ist Gülle von den Kühen. Da ist natürlich noch nichts drin. Kühe sind noch keine Fahnen. Hier ist der Misthaufen. Was liegt hier? Hier ist ein Besen. Kann ich aber auch nicht nehmen. Dann echt nett gemacht. Wenn man hier Gras ablädt, dann wird das hier angesaugt und wird über das Rohr hier in das Dachgeschoss gesaugt. Dort befindet sich ein Trocknungsraum.
nämlich mit dieser Maschine. Und wenn ich hier Gras ein dort reinblase, dann wird das getrocknet und zum Schluss kriege ich Heu raus. Und dieses Heu kann ich dann hier letztendlich einfüllen und habe dann Heu. So, gehen wir mal weiter. Heute habe ich schon mal Gras gemäht. Und habe hier Gras reinfahren lassen. Das sind jetzt noch 27.333 Liter unverarbeitet. Und hier sieht man, dass hier Silage verarbeitet wird. Das ist echt schön animiert. Also über einen Gärprozess habe ich momentan 4% Silage bekommen. Und Silage ist ja wichtig, sprich für die Kühe, um das Futter herzustellen. Dann haben wir hier einen Mähdrescher bereits im Paket enthalten mit einem Getreideschneidwerk. Dann ein Wagen, um Heuballen zu transportieren. Hier ist der Kuhstall. Da ist noch nichts los, aber hier kann ich auch ein Tiermenü öffnen. Nee, oder doch, oder nein, oder manchmal gehen diese Tierzeichen weg. Aber hier kommen auf jeden Fall die Kühe rein. Hier ist schon mal Stroh ausgelegt. Hier ist auch ein bisschen Gras ausgelegt. Das kann man hier auch schön in dem Menü sehen. Stroh und Gras sind vorhanden. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Was auch wirklich sehr schön gemacht ist. Ach ja, was ich noch nicht herausgefunden habe, weil ich hier auch das Menü nicht richtig erkenne, was dieses Zeichen heißt, was, wenn ich näher komme, leider weggeht. Was das für ein Triggerpunkt ist, kann ich nicht sagen. Aber hier ist bestimmt irgendeine Maschine, die irgendwas macht. Wahrscheinlich wird hier auch wieder was reingeblasen. Oder das ist natürlich... Aber hier ist doch eigentlich das Heu. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Kann natürlich sein, dass ich hier Gras ablade. Keine Ahnung. Hier haben wir zum Silage machen. Habe ich schon mal ein bisschen Gras rausgelegt. Gemähtes. Ja. Das muss man dann noch verdichten. Halt der Klassiker. Sehr schön gemacht. So. Ja, nehmen wir hier mal die Abkürzung, ob wir es schaffen, hier rumzukommen. So, hier kommen wir in den Schweinestall. Auch sehr schön gemacht. Als erstes sieht man hier erstmal, wie die Schweine versorgt sind. Eine sehr gute Idee mit dieser Kreidetafel. Dann habe ich hier einen Schalter, um die Belüftung auszuschalten bzw. anzuschalten. Dann kann ich hier die Wärmelampen ein- und ausmachen. Damit die Ferkelchen es schön warm haben, habe ich die natürlich angeschaltet. Tore, Heuboden. Ja. Und das Licht an und aus. Hoppala, jetzt habe ich mich verdrückt. Jetzt gehen wir nochmal schnell zu den Schweinchen. Ach, was haben wir denn hier noch für einen Schalter? Farmsilo-Licht. Ein-aus. Farmsilo-Licht ein-aus. Was auch immer das genau heißt. Aber wir haben es mal eingeschaltet. So, dann haben wir hier einen Kramer, um hier im Schweinestall arbeiten zu können. Mal sehen, wie die Sauberkeit ist. Die ist bei 100%. Ja, wunderbar. Gut, dann geht es hier weiter durch den Schweinestall. Hier rechts muss ich reingefahren kommen. Hier kann ich dann einstreuen, zum Beispiel.
Hier wird das Futter in den Trog geschmissen. So. Dann haben wir hier einen sensationellen Fendt. Also richtig schön. Hat genau eine kleine Ladefläche, kann man alles schön transportieren. Hier ist die Güllegrube. Ja, die Schweine haben schon ein bisschen geschissen. Gott sei Dank. Und hier habe ich eine Pumpe, um Gülle abzusaugen. Und zwar kann man die verwenden, um bei den Bewohnern von dieser Karte Gülle abzupumpen. Weil die sind nicht an die Kanalisation angeschlossen. Und als Belohnung darf man dann die Gülle behalten. So. Hier habe ich Saatgut, was ich herstellen kann. Das, immer wenn ich eine Maschine nicht kenne, gehe ich hier vor diesen Bildschirm und kann mir das anzeigen lassen. Das heißt, hier habe ich den Seedmaster, brauche ich Flüssigdünger und Getreide, ergibt dann Saatgut. Zum Glück haben wir hier ein bisschen Saatgut schon mal vorrätig, damit wir hier einfach schon mal die Sämaschine füllen können. Im Nachbarraum haben wir den Pig Food Star. Klar, das gibt Schweinefutter, Kartoffeln, Getreideschrot und Wasser. Getreideschrot bekomme ich aus Getreide, was dann gemahlen wird. Und ja, dann könnten wir eigentlich hier schon mal anfangen, Wasser zu befüllen. Um einen Teil schon mal reinzumachen, mal schauen, wie das funktioniert. Sehen, wo der Trigger ist. Das ist hier auch. Auf dieser Karte nirgends sind richtige Trigger eingezeichnet. Jetzt kann ich aber entladen. Auskippen. Tja. Macht er nicht. Okay, probieren wir es mal an der Seite hier. Deckel öffnen. Gucken wir uns das mal an. Ja. Eigentlich. Ah ja. Tja, ich gehe mal davon aus, da kommt der Schweinefutter dann raus. Aber wo ist der Trigger? Muss zu befüllen. Vielleicht muss auch hier das Wasser rein. Karte gibt noch sehr viele Rätsel auf. Hinten vielleicht? Nein. Kein Wasser an. Vielleicht, dass man seitlich ranfahren muss. Nein, auch das macht er nicht.
Tja, das ist natürlich interessant. Nochmal gucken. So, er will Wasser. Aber das sieht doch hier so aus, als wäre hier das Ventil fürs Wasser. Also probieren wir da nochmal dran zu fahren. Gucken wir mal, ob wir durch das andere Tor gegebenenfalls reinfahren. Aha. Obwohl er mir Auskippen anzeigt, kann ich es nicht auskippen. Deckel schließen wir mal. Auch da verändert sich nichts. Triggerfunk wird mir angezeigt, aber irgendwie... Ja, okay. Dann gucken wir mal, ob wir noch andere Gerätschaften irgendwie finden hier auf dem Hof. Womit wir Wasser irgendwie dort reinkippen können. Ach, hier sind die Lichter jetzt angegangen. Das sind die Farmsilo-Lichter. Sehr interessant. Vielleicht braucht man so ein Wasserfass. Machen wir mal hier das Tor auf. Aber das wird kein Wasserfass sein, was funktioniert. Das hat mehr Deko-Charakter, wenn ich das hier richtig sehe. Ja, wenn ihr einen Tipp habt, schreibt es mir in die Kommentare, weil ich stehe jetzt gerade ein bisschen auf dem Schlauch, im wahrsten Sinne des Wortes. Was mir aufgefallen ist, wenn ich hier auf der Karte gucke... südlich von Feld 17, da steht noch was. Da würde ich mal schnell hinfahren, vielleicht ist das das richtige Wasserfass. Das koppeln wir mal hier ab. Und schau mal, ob dieses Wasserfass uns weiterhilft. Ui, ist aber hier eine Schafe um die Ecke gebogen, du. So. Hier wird mir auf der Karte irgendwas angezeigt. Leider kein Wasserfass. Das scheint mir auch wieder hier ein Gefährt für Dekozwecke zu sein.
Ja, da kann ich nichts ankuppeln. Ja, falls ihr euch wundert, dass hier noch ein bisschen Gras liegt, ich war vorhin mähen und es hat einfach nicht mehr in den Hänger gepasst. Die fahren hier aber alle sehr zackig um die Ecke. Aber ich habe irgendwie keine Lösung, wie ich hier in irgendeiner Form Wasser also ich probiere es jetzt mal mit einem anderen Hänger, aber es macht ja auch keinen Sinn. Muss man ja erstmal mit Wasser aufladen. Kann ich auch gar nicht aufladen. Das hätte mich jetzt auch sehr stark gewundert. Aber probieren wir es nochmal mit dem Hänger. Andere Seite von dem Haus fahren. Oder wäre ich ja bei den Hühnern, obwohl hier ein Wassertank ist. Und jetzt kommen wir nämlich mal rein. Wasser auffüllen. Oh, so war aber Wasser aufgefüllt für die Hühner, schätze ich jetzt mal. Das war jetzt nicht ganz so clever. Hühner, verzeiht mir, legt weiter fleißig Eier. Also hier ist Wasser drin, das ist auf jeden Fall schon mal richtig. Jetzt habe ich bei den Hühnern Wasser aufgefüllt. Das sieht auch aus wie ein Wassertank. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das hier zusammenhängt. Da kommt doch der Flüssigdünger garantiert rein.
Wasser an. Abkipps ein. Er macht auskippen. Wasser auffüllen. Ah. Klappt's doch. Okay, geschafft. So, gucken wir mal, ob die Maschine hier irgendwie das Grafisch anzeigt. Ja, da sieht man, wie das Wasser reinkommt. Gucken wir mal hier drauf auf. Ja. Das war jetzt aber eine schwere Geburt. Okay, Wasser ist fürs Erste genug drin. Das Rückwärtsfahren, das klappt noch nicht so gut. Aufgefüllt. Okay. Dann gucken wir uns weitere Maschinen an. Hier waren wir schon drin. Hier kann man Kühlstandmühle. Hier kann man Getreideschrot bekommen. Das heißt, jetzt müssen wir einfach mal gucken, was haben wir denn an Getreide so drinne. Ja, also Getreide haben wir. Traktoranhänger und dann müssen wir mal gucken, wo wir ein Silo finden, wo unsere Vorräte drin sind. Könnte das Getreidesilo sein. Hier sind zumindest mal so ein paar Silos. Gucken wir uns das mal an. Das sieht ganz gut aus. Da müsste ja wahrscheinlich hier auch irgendwo eine... Jo, das sieht doch gut aus. Ich merke schon, auf dem Hof muss man unheimlich viel rückwärts fahren mit Hänger, damit das alles gut funktioniert. Befüllung starten. Gut. Wir machen Weizen. Ja.
Das war schon beim Weizen. Und gucken, was alles so in die Maschine reinpasst, um da Schrot herzustellen. Auch jetzt gar kein Triggerpunkt. Wahrscheinlich muss das hier vielleicht eine aktuelle Einstellung, automatisches Aufladen. Zum manuellen Befüllen wechseln. Jo. Oh, jetzt habe ich auch noch ein kleines Problem mit meinem Joystick. Sind die Batterien leer, deswegen seht ihr momentan ein komisches Bild. So, Joystick ist wieder dran. So. Vielleicht müssen wir auch... Hier abladen ist, glaube ich, nicht gut. Automatisches Aufladen, tja. Aber geht es hier erstmal nicht drum, um abzuladen? So, was muss ich hier tun? Automatisches Aufladen zum manuellen Getreide. Füllstand Mühle, Getreide muss ich reintun, damit ich Getreideschrot rausbekomme. Jo. Ist irgendwo hier ein Schalter, den ich irgendwie anstellen muss? Nein. Stall, das ist nämlich ein Kramer. Vielleicht
Vielleicht muss man mit Hilfe des Kramers das dort reinfüllen. Das ist eine sehr gewagte Theorie, aber... Machen wir das mal über den Kornschieber. Müssen wir mal genau gucken. Reichen. Ja, in der Hoffnung. Geht das Ding zwar auf. Aha. Hier ist der Rost. Alles klar. Jetzt habe ich es erkannt. War meine Idee mit dem Kramer gar nicht so verkehrt. So, jetzt müssen wir das hier reinkippen. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht irgendwo hingekippt. Jawohl. Das ist das Getreideschrot. Aha. Okay. Nett. Nice. Das hier. So, da haben wir doch schon mal zwei Punkte gefunden. So, es passt. Oh, ein bisschen eng rangefahren, aber passt. Auskippen. Schaufel ist voll. Gucken wir nochmal, was wir jetzt hier drinnen haben. Aha, und dann kommt da so ein Säckchen raus. Das ist ja hübsch. Und dann kann ich den Sack
Wahrscheinlich aufheben. Und dann fahren wir. Okay. Very nice, very nice. Jetzt füllen wir das jetzt hier nochmal weiter auf. Ups. Naja. Ich habe mir das zwar jetzt anders vorgestellt, aber... Okay, Schaufel scheint voll zu sein. Warum auch immer er jetzt alles vorbeigeschüttet hat. Im zweiten Mal hat es auch so super geklappt, aber egal. Vielleicht muss ich ein Stückchen näher ranfahren. Jawohl, Triggerpunkt ist genau getroffen. Hier will er nicht so richtig. So, klären wir den noch hier komplett aus. Ausgeladen. Abladen beenden. Nur noch die letzten Körner aufheben. Wahrscheinlich ist alles hier voll. Das nenne ich fast gutes Timing. Und der Sack ist auch voll. Gucken wir mal, ob ich den rausnehmen kann oder ob das Objekt. Na, was ist denn jetzt passiert? So, jetzt kann ich den Sack mit Schrot nehmen und jetzt gucken wir mal, wo wir den hinbringen. Ich glaube,
zu den Schweinen müssen wir den bringen. Pickmaster. Oh oh. Merde. Oder war das hier? Nein, das war die Saatmaschine. Gucken wir nochmal. Getreideschrot, ja. So, wie kriege ich dich da jetzt rein? Der muss bestimmt da oben rein. Oh. Vielleicht hier. Über die Leiter. Das ist ja wieder sehr merkwürdig. Also hier ist das Wasser drin. Das ist doch Getreideschrot, ja. Die Idee wäre nochmal, das vielleicht in den Kramer reinzuwerfen. Ist aber noch in Benutzung. Wir probieren unser Glück anders. Und zwar hier mit diesem kleinen Fendt. Und den Sack. Die Ladefläche und von der Ladefläche hier abladen kann. So. Hier haben wir keinen Trigger. Interessant, jetzt komme ich hier nicht mehr runter. So.
geschafft. Man muss ihn tatsächlich da oben reinwerfen. Okay. Ja. Ich glaube, es gibt noch eine ganze Menge auf dieser Karte zu entdecken. Und das ist sicherlich, kann man das noch besser machen, als ich es eben gemacht habe. Ich sage jetzt erstmal tschüss. Vielen Dank für das freundliche Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ich hier noch weiter den Hof erkunde. Bis dann. Tschüss.